Im alten Rom war Algebra noch einfach, denn x war immer genau 10. Nicht gerade der beste Mathewitz. Und eigentlich kannten die Römer das Wort Algebra überhaupt nicht. Es entstand erst im 9. Jahrhundert nach Christus im arabischen Raum. Ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg und in diesem Video geht es um diese Algebra. Genauer gesagt um die elementare Algebra. Die Liste an Themen ist dabei ziemlich lang, weshalb wir die elementare Algebra auf 5 Videos aufteilen. In diesem Video fangen wir bei Adam und Eva an, bei den Grundrechenarten. Wir können dabei einen Ausflug in die abstrakte Algebra machen und uns mit Gruppen, Ringen und Körpern beschäftigen. Aber das ersparen wir uns an der DHBW. Als erstes betrachten wir die beiden Grundrechenarten Addition und Multiplikation. Beide dieser Rechenoperationen sind assoziativ und kommutativ. Assoziativ bedeutet, dass bei mehreren Additionen oder Multiplikationen in Folge die Reihenfolge der Ausführung keine Rolle spielt. Es ist egal, ob ich zuerst 1 plus 2 und dann plus 3 rechne oder zuerst 2 plus 3 und dann plus 1. Genauso bei der Multiplikation. Es ist egal, ob ich zuerst 1 mit 2 multipliziere und dann das Ergebnis mit 3 oder zuerst 2 mit 3 multipliziere und dieses Ergebnis dann mit 1 multipliziere. Beides Mal erhalte ich die 6 als Ergebnis. Kommutativ bedeutet, dass sich das Ergebnis einer Addition oder einer Multiplikation nicht ändert, wenn ich die Elemente rechts und links vertausche. 4 plus 6 ist dasselbe wie 6 plus 4 und 4 mal 6 ist dasselbe wie 6 mal 4. Wenn wir Addition und Multiplikation kombinieren, gilt Punkt vor Strich, wobei Ausdrücke in Klammern immer Vorrang haben. In diesem Fall können wir noch ein sogenanntes Distributivgesetz formulieren. Die Multiplikation verteilt sich auf die Summanden in der Klammer. Bei 5 mal 1 plus 2 plus 3 wirkt die Multiplikation mal 5 auf alle drei Summanden. 5 mal 1 plus 5 mal 2 plus 5 mal 3. Die Subtraktion und die Division sind die Gegenstücke zur Addition und zur Division. Im Gegensatz zu diesen sind sie aber weder assoziativ noch kommutativ, wie wir in folgenden Beispielen leicht sehen können. Für die Kombination von Subtraktion und Multiplikation gibt es ein Distributivgesetz. Das Thema Distributivgesetze wird uns aber beim Thema Bruchrechnen ohnehin wieder einholen. Bevor wir jedoch dazu kommen, lernen wir in diesem Video noch eine 5. Grundrechenart kennen, die Potenzierung. Bei natürlichen Exponenten ist diese nichts anderes als eine Abkürzung für eine mehrfache Multiplikation. Die Basis a wird b mal miteinander multipliziert. Den Exponent 1 können wir folglich immer weglassen. Aber was ist, wenn der Exponent mal keine natürliche Zahl ist? Für den Sonderfall Exponent gleich 0 ist das Ergebnis mit einer Ausnahme immer 1. A hoch 0 ist 1 für alle a aus den reellen Zahlen außer die 0. Bei negativen Exponenten erzeugt das Minuszeichen den Kehrwert des eigentlichen Ergebnisses. A hoch minus b ist also 1 geteilt durch a hoch b. Und noch ein konkretes Zahlenbeispiel. 2 hoch minus 3 ist der Kehrwert von 2 hoch plus 3. Bei einem Bruch als Exponent lernen wir die Wurzelrechnung kennen. A hoch 1 geteilt durch b ist die b-te Wurzel aus a. Wenn ich das Ergebnis b mal mit sich selbst multipliziere, erhalte ich a. Klingt kompliziert? Nehmen wir als Beispiel eine Basis 625 und einen Exponenten 1 Viertel. Diese Potenz entspricht der 4. Wurzel aus 625. Das Ergebnis muss eine Zahl sein, die 4 mal multipliziert 625 ergibt.
Mit einem Taschenrechner erhalten wir das Ergebnis 5. Nun lernen wir einige Rechenregeln für Potenzen kennen. Regel Nummer 1. Werden Potenzen potenziert, dann multiplizieren sich ihre Exponenten. 4 hoch 3 hoch 2 ist also nicht 4 hoch 9, sondern 4 hoch 6. Wir können diese Regel leicht verstehen, wenn wir die Potenz als Multiplikation schreiben. Und sie hilft uns auch bei Bruchexponenten, wo im Zähler keine 1 steht. Aus a hoch 3 Viertel wird somit vierte Wurzel aus a hoch 3. Regel Nummer 2 und 3 sind Regeln für Potenzen mit gleicher Basis a. a hoch b mal a hoch c ergibt a hoch b plus c. Und genauso können wir a hoch b geteilt durch a hoch c zusammenfassen zu a hoch b minus c. Regel Nummer 4 und 5 gilt dann dagegen für Potenzen mit gleichem Exponenten. A hoch c mal b hoch c lässt sich zusammenfassen zu a mal b in Klammer hoch c. Und umgekehrt, a hoch c geteilt durch b hoch c lässt sich zusammenfassen zu in Klammern a geteilt durch b hoch c. Auch bei diesen Regeln hilft das Ausschreiben als Multiplikation, um die Logik besser zu verstehen. 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 können wir ausschreiben als 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Insgesamt wird also die 2 siebenmal multipliziert und damit haben wir nichts anderes als 2 hoch 7. 2 hoch 3 mal 3 hoch 3 können wir dagegen ausschreiben als 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 3. Da die Multiplikation kommutativ ist, dürfen wir diese Faktoren beliebig umsortieren. Zum Beispiel zu 2 mal 3 mal 2 mal 3 mal 2 mal 3. Und damit nichts anderes als 6 mal 6 mal 6 bzw. 6 hoch 3. Noch eine wichtige Regel. Potenzen haben Vorrang vor allen vier Grundrechenarten. Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Insbesondere ist 3 mal a hoch 2 nicht 3a hoch 2. Und minus a zum Quadrat ist nicht minus 1 mal a zum Quadrat. Probiere die Rechenregeln jetzt mal selber aus und versuche die folgenden Terme so weit wie möglich zu vereinfachen. Im ersten Beispiel können wir die Terme in der Klammer zusammenfassen, da es Potenzen mit gleichen Exponenten sind. Mit unserer Regel ergibt sich 12 hoch 4. Jetzt haben wir eine Division von zwei Potenzen mit gleicher Basis. Auch dafür haben wir eine passende Regel. Und wir erhalten 12 hoch 4 minus 3 und damit 12 hoch 1 oder einfach nur 12. Im zweiten Beispiel haben wir Potenzen von Potenzen. Es wird klarer, wenn wir die Wurzel als hoch 0,5 schreiben oder als hoch 1/2. Jetzt können wir auf beide Terme die Regel für Potenzen von Potenzen anwenden. Links erhalten wir 6 hoch 4 mal 1/2, also 6 hoch 2. Und rechts erhalten wir 6 hoch minus 1 mal 2, also 6 hoch minus 2. Schlussendlich haben wir noch ein Produkt zweier Potenzen mit gleicher Basis. Und somit erhalten wir das Ergebnis 6 hoch 2 minus 2, also 6 hoch 0 und damit 1. Denn wir erinnern uns, eine reelle Zahl x ungleich 0 hoch 0 gibt uns immer eine 1. Im dritten Beispiel ist der erste Schritt wieder das Umwandeln von Wurzeln in Potenzen. Links haben wir dann a hoch 1/2 hoch 1/3 und damit a hoch 1/6. Und rechts haben wir a hoch 5 mal 1/6 und damit a hoch 5/6. Passenderweise erhalten wir dann durch die Multiplikation
a hoch 1 Sechstel plus 5 Sechstel und damit genau a hoch 1 bzw. a. Im letzten Beispiel können wir im rechten Term die Wurzel als hoch 0,5 schreiben und erhalten damit insgesamt den Term a mal b in Klammer hoch c. Und genau denselben Term haben wir links stehen. A hoch c mal b hoch c ist nämlich nichts anderes als a mal b hoch c. Die Division ergibt dann a mal b hoch 0 und das ist 1, zumindest solange a und b nicht 0 sind. Zum Thema Potenzrechnen gehören auch noch die binomischen Formeln. Um sie zu verstehen, verallgemeinern wir unser Distributivgesetz. Multiplizieren wir zwei geklammerte Ausdrücke mit Summen, muss jeder Summand der einen mit jedem Summand der anderen Klammer multipliziert werden. A mit C, dann A mit D, dann B mit C und schließlich B mit D. Die binomischen Formeln erleichtern uns Rechnungen dieser Art in drei besonders gängigen Konstellationen. Sie sind zwar nur Sonderfälle des erweiterten Distributivgesetzes, aber sparen uns bei vielen Rechnungen einige Zwischenschritte. Probiere es doch selbst an folgenden Beispielen aus. Das erste Beispiel ist straightforward, die erste binomische Formel, wobei wir nicht a plus b, sondern 5a plus 10b in der Klammer haben. Ersetzen wir a und b in der ersten binomischen Formel durch diese Ausdrücke, also durch 5a und 10b, erhalten wir das Ergebnis 25a² plus 100 mal ab plus 100b². Beim zweiten Beispiel ist die binomische Formel dagegen nicht direkt ersichtlich. Wir können aber in der ersten Klammer die 2 ausklammern. Und dann erhalten wir die dritte binomische Formel und das entsprechende Ergebnis. Beim dritten Beispiel ist es derselbe Trick. Wir klammern in der rechten Klammer die 6 aus und wenden dann die zweite binomische Formel an. Im letzten Beispiel stört uns dagegen das c in der rechten Klammer. Und dieses c können wir nicht einfach ausklammern, wie in den beiden Beispielen davor. Wir können es aber gemäß dem Distributivgesetz isolieren. Danach können wir die erste binomische Formel anwenden. Soweit, so gut. Im nächsten Video machen wir weiter mit der elementaren Algebra und schauen uns Brüche und Prozente an. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und abonniert das Economicon. Bis bald!